Züge. Ja. Das wird so dermaßen viel Arbeit. Aber na gut, wir brauchen Haltestellen. Wir brauchen ganz viele Gleise. Dafür brauche ich Stein. Stein hatten wir unten. Also da ist Limestone, das brauchen wir nicht. Hier ist Stein zum Beispiel. Du kannst auch weg, du bist nämlich leer. Da, ein Stack Steine. Und ganz, 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 ganz viel Stahl und Eisen. Nimm mal nochmal ein Stack mit. Wir werden noch öfters herkommen, denke ich. Eisen ist aus. Komplett leer. Das ist aber schade. Ja, komplett leer ist nicht ganz richtig. Gib mal kurz. So. 363 Eisen. Das wird nicht sehr lange halten. Aber ja, danach können wir das hier abreißen. Hätten hier auch noch mehr Platz. Das ganze Ding nehme ich mal mit. Weil wir hier den Platz eventuell auch brauchen. Also das ist eine schöne Ecke hier für die Bahn theoretisch. Was mich ein wenig stört, ist das Öl. Also dass denn die Bahn quasi hier durch die Ölfelder durchfahren müsste. Denn momentan nutzen wir die Ölfelder noch nicht. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die alle anstellen müssen. Das heißt, der Zug müsste theoretisch hier unten dann rein. Da wird der Roboport im Weg. Können wir ihn... Warum war der Roboport hier? Damit... Gute Frage eigentlich. Ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt noch gedacht... Ah, weil die Mauern nicht drin sind. Ja, wir hätten das ein bisschen weiter östlich hinsetzen sollen. Aber na gut, den kann ich also umstellen, wie ich will. Der Roboport ist nur dafür da, dass hier die Mauern abgedeckt werden. Das heißt, ich könnte den auch... Die Mauern da unten abgedeckt? Nee. Idealerweise hier, oder? Dann sind die Mauern oben abgedeckt. Also die momentan jetzt am oberen rechten Bildschirmrand sind. Und die Mauern unten bei diesem Fitzelstück Wasser. Zack. Also das da ist dann gesichert. Und das da. Ist alles im gelben Bereich. Wird alles repariert, ersetzt und sonst was. Jo, sehr schön. Also Zug kommt von hier reingefahren. Platztechnisch müsste es auch hinhauen. Wir müssen dann hier das Gebiet noch wesentlich stärker sichern. Also was Türme angeht. Wofür wir momentan kein Eisen haben, das holen wir nachher wieder ab. Das ist okay. Ich lege schon mal die Gleise hier hin, einfach nur um zu gucken, wo denn genau der Zug durchfährt. Und bis wo wir wieder zumachen können. Also so wäre das dann. Ich mache hier mal so einen extra kleinen Puffer, nur für den Fall, dass die Beißer auch die Wand dann anknabbern. Und ja, stimmt, die Türme. Die Türme wären dann auch eine Schwachstelle, oder die die Türme wären nicht so gut geschützt. Weil wenn ein Beißer jetzt hier reinlaufen würde und dann von hier aus die Türme losgeht, könnte er die beiden Türme über die Mauer hinweg angreifen. Was nicht sehr schön ist. Also ja, hier definitiv eine neue Schwachstelle. Aber wir wurden in letzter Zeit nicht von hier angegriffen, glaube ich. Und ich hätte gerne Licht hier. Also ja, ich habe diesen Rhythmus mit drei Abstand und dann wieder eine Lampe, aber... Nicht bei den Außenanlagen. Bei den Außenanlagen kommt überall Licht hin. So. Was war das hier unten? Das muss auch noch alles abgebaut werden später. Jetzt aber erstmal wichtig hier. Das heißt, wir bauen dich da. Hier über den Limestone rüber, das ist kein Problem. Wir treffen den nächsten Roboport. Was soll der Mumist? Ja, das hier muss alles unterirdisch laufen. So. Runter, rauf, runter, rauf. Und wo genau hält der Zug jetzt? Das ist eine gute Frage. Also theoretisch könnten wir ja das so machen, dass der Zug, also die Lok, besser gesagt, ich muss mich da ja... Ne, adäquat ausdrücken. Die Lok würde hier halten. Die ist ja schon recht lang. Das heißt, hier wären dann die Waggons hinten dran. Und die werden dann hier entladen.
Das heißt, wir hätten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Waggons hinten dran im Notfall. Wobei wir bei der Forschung hier... Arbord Cargo Wagon. Da steht leider nicht bei, wie viel die transportieren können. Und es erlaubt Zug 2. Zug 2 bringt High Speed Cargo Wagon. Und da steht auch nicht bei, wie viel die transportieren können. Aber schneller ist auf jeden Fall bei den Zügen schon mal sehr gut. Dann haben wir weniger Leerlauf. Kostet auch nur rote, grüne und blaue Tränke. Dafür sehr, sehr viele davon. Ja, also ich weiß nicht, was die Girogon in der Vergangenheit vorhatte mit Forschungen in den nächsten Folgen. Aber ich werde jetzt Railway 1 erforschen für die gepanzerten Züge. Nicht, weil ich gepanzerte Züge haben will, sondern weil ich die Hoffnung habe, dass die gepanzerten Züge auch mehr transportieren können. Und so oder so müsste das hier reichen. Also mach bitte das hier noch zu Ende. Nein, nicht so. So. Und dann noch ein bisschen weiter. Und dann ist da die Haltestelle. Und der Roboboard, ja. Eigentlich muss er jetzt nicht mehr da stehen, weil wir da eine Verbindung haben. Okay, ich probiere mal raus. Also wir kappen gerade die Verbindung nach oben. Das ist jetzt alles kreuz und quer. Brauchen wir hier überhaupt Roboports in dem Bereich, also orangene Abdeckung? Nö, ne? Glaub nicht. Ja, so. Das heißt, wir könnten das jetzt auch wieder nach hier oben setzen. Hier einfach irgendwo hin. Schöne gerade Linie nach unten. Das, ja. Ist ein bisschen verschwenderisch jetzt. Aber na gut, Hauptsache die Verbindung ist da. Und die hier könnten theoretisch auch von Robotern entladen werden. Aber das werde ich nicht mit Robotern machen. Also was fehlt jetzt für Schienen? Eisen. Ich denke mal die ganze... Ja. Die ganze Fabrikanlage hat gerade kein Eisen. Wir müssen also wieder mal nach Erz 1. Das ist okay. Kann ich mit leben. Ich sollte nur vorher mein Inventar ausräumen. Das ist immer so eine Sache mit dem Inventar. Hier. Alien-Artefakte bitte zu Alien-Artefakten. Stein. Ja, ich schmeiß einfach alles rein. Außer die Sachen, die ich oben brauche. Und das wären die da. Akkus. Und eigentlich Speed-Module. Aber ich denke nicht, dass Speed-Module in der Zwischenzeit gebaut wurden, weil halt kein Eisen da war. Aber man kann ja mal gucken. Speed-Module 1. Speed-Module 2, nö. Nix da. Schade, schade. Okay, also ich laufe jetzt nach oben. Hole Eisen. Oh. Und egal, ob ich mein Inventar aussortiere oder nicht, ich werde immer wieder die Sachen bekommen. Aber ist okay. Also ich laufe nach oben, hole Eisen, laufe nach unten, setze die besseren Akkus da ab. Und wie gesagt, Speedmodule habe ich nicht. Soweit ich das sehen kann. Auch wenn das hier langsam ganz schön unübersichtlich wird. Ja, nee. Energy Shield. Warte mal, kann ich das nicht einfach hier reinklopfen? Ja, ich habe nur keine Batterien und keine Solarzellen. Die hatten wir in unserem letzten Rüstungsding drin. Wo habe ich die denn jetzt hingeschmissen? Also in der modularen Rüstung waren noch Sachen drin. Repair Pack. Ja, Repair Pack sollte ich mitnehmen wegen, ne? Fahren. Und gegenfahren. Da ist sie. Mach die mal auf und hol mal die Sachen raus, bitte. Danke. Und dann kannst du dich ruhig wieder verzwieseln. Da. Auf. Rein da. Hin da. Das heißt, eine popelige Solarzelle darf jetzt alles aufladen. Das könnte eine Weile dauern. Aber das ist jetzt erstmal das Schild. Wenn das Schild ganz voll ist, dann füllt sie die Batterie. Und dann sind wir für 3 Sekunden, wenn überhaupt, geschützt. Aber gut, besser als nichts, kommt mit der Zeit. Ja, die 6 Mauern nehme ich auch noch mit. Ich habe jetzt auch keinen Wagen. Ah, da ist der Wagen. Ich wollte gerade sagen, habe ich den Wagen jetzt auch aussortiert? Das wäre nicht so schön. Du da. Der.
So. Rückwärts fahren. Ja, rückwärts, 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 bis du nichts mehr kaputt fahren kannst. Außer Bäume. Und dann da lang. Zur Erzbasis. Da müsste in der Zwischenzeit richtig viel Eisen produziert worden sein. Weil wir ja die Produktion erheblich gesteigert haben durch die T2-Speed-Module. Schauen wir mal, ob es da auch vielleicht schon erste Schwächeerscheinungen gibt bei... Ja, das erste Erzfeld ist schon aufgehoben. Also, ne, abgebaut. Zu. So. Das ist also erste Priorität. Du kommst weg. Dafür kommst du hier hin. Und kriegst deine Speedmodule. So, 1800, das ist auch sehr schön. 1200. Ja, goodie, goodie, goodie. Das hält 5 Minuten, glaube ich. Die hier sind problematisch und ich habe nicht genug Brennstoffzellen mit hochgebracht, also klaue ich wieder oben welche, um sie unten reinzustopfen. Da und da. Okay, Akkus. Ich wollte die Akkus hier hinsetzen, bevor ich später vergesse. Da. Sehen leider optisch nicht anders aus. Ich muss vorsichtig sein mit dem Platz. Hier können wir euch hier hinbauen. So, wie viel Akku haben wir denn jetzt? Also die füllen sich langsam. War der Plan. Verbrauchen momentan unseren ganzen Verbrauch von dem Stromanbieter. Und 100 MJ haben wir. Wenn die alle schießen... Wie viel verbraucht ihr? 6 Kilowatt Drain. Energy Consumption 600 Kilowatt. Also 0,6 Megawatt. Was? Watt? Joule? Oh nein, nicht schon wieder die Umrechnung. Da beschäftige ich mich jetzt nicht mit. Und ich weiß, es ist eigentlich nicht so schwer, aber jedes Mal, wenn ich Watt und Joule und was weiß ich höre, schalte ich ab. Wir wollen jetzt unser Eisen abliefern und wir sind wieder in den See gefahren. Und mit See fahren meine ich nicht das da, was ich gerade gemacht habe, sondern ich meine hier in dieses Sumpfgebiet da reingefahren, wo ich immer irgendwo gegenfahre. Wurde auch schon vorgestellt, dass ich mit einem Landfill das dazu mache, zu einer richtigen Brücke. Aber ich brauche wieder so viel Eisen, das Landfill-Zeug. Und Eisen ist ja gerade so ein Ding, ne? Deswegen bauen wir ja die ganze... Bahngeschichte. Aussteigen, reparieren lassen. Ja, ist eine Reichweite. Und rein hier. Oh, mein Schild ist voll. Sehr schön. Also es ist voll, dementsprechend sieht man es nicht. Das ist auch ein wenig doof gelöst, aber okay. Batterien werden fleißig hergestellt, das ist gut. Steine hätten wir da oben auch noch. Und hier werden wir gleich weitermachen mit der Bahn. Aber erstmal 95% des Eisens abliefern. Zack. So. Stahl werde ich auch noch brauchen. Aber da wir kein Eisen hatten, werden wir auch keinen Stahl haben, oder? Ah, doch, 183. Das nehme ich mal mit. Dann brauche ich noch Stahlkisten. Iron Chest? Nein. Die nehme ich mal mit. Stein nehme ich mal mit. Kupfer nehme ich mit. Oh, Angriff. Wo? Beim Kupfer. Aber scheint sich schon wieder gelegt zu haben. 5 Türme schießen, nichts wird angegriffen. Und wir mussten mal ganz kurz die Akkus antatschen. 11 Türme schießen. Das wird interessant. Aber nichts wird beschädigt, das irritiert mich halt. Ich glaube, die Viecher sind jetzt einmal an der Mauer lang gelaufen. Und da muss unbedingt eine Radaranlage hin. Eventuell MK2-Radaranlagen erforschen. Ich glaube, der Gerogo in der Vergangenheit hatte da mal was vorgeschlagen. Muss ich mal gucken. Schon wieder Iron Chest. Ich will keine Iron Chest, ich will... Gib mal her. Ja, das auch. Das auch. Speedmodule auch.